herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie du dem Titel schon entnehmen kannst, geht es heute um das Thema Alkohol. Und wieso, weshalb, warum ich mal über dieses Thema sprechen möchte, erfährst du gleich. Viel Spaß! Okay, der Anfang des Videos wird vielleicht doch ein bisschen moralapostelmäßig werden, aber du kennst auch mein Video zum Thema Selbstverantwortung wahrscheinlich und von daher musst du sowieso wissen, was du machst, ne? Also ich möchte jetzt nicht hier dich zwingen, kein Alkohol mehr zu trinken oder so. Das Einzige, was ich erreichen möchte, dass du dir mal Gedanken darüber machst, falls du regelmäßig Alkohol trinkst oder so, wieso du das tust und ja, dich einfach mal hinterfragst, ja? Weil es geht ja in meinem Kanal auch um Bewusstsein, um Bewusstwerden und ich finde auch um Achtsamkeit. Also ich finde, Achtsamkeit ist ein total wichtiger Wert und es gehört für mich halt alles dazu und darum wollte ich gerne mal über dieses Thema reden. Vor allem, weil ich auch selber eine Geschichte habe und dieses Video teile ich jetzt ein, wieso, weshalb, warum und das Warum kommt dann zum Schluss. Und das Wieso, Weshalb, das wird gleich ein bisschen ineinander verschmelzen. So, wieso mache ich jetzt ein Video über, habe ich eigentlich gerade schon erklärt, ne? Ja, das Wieso können wir jetzt weglassen, also weshalb. Ich finde, das hat schon was mit Bewusstsein und so zu tun. Da, wie du ja wahrscheinlich weißt, Alkohol ein Nervengift ist und es ins Gehirn geht. Und dort die Alkoholmoleküle, die Nerven oder die Gehirnzellen halt ja, beeinflussen, beziehungsweise die Übertragung deiner Nervenimpulse beeinträchtigen, verändern, wie auch immer, du weißt. Und ja, ich denke, fast jeder war mal betrunken. Ich denke, die meisten waren schon. Und da erkennst du ja auch die Symptome, die man dann hat. Wahrnehmungsstörung und man ist redselig, man ist locker drauf, man hat keine Hemmung mehr. Oder es kann ja auch voll in Aggression und Reizbarkeit und so kippen, also voll ins Negative. Das habe ich Gott sei Dank für meinen Teil jetzt noch nicht erlebt. Auch so in meinem Umkreis Gott sei Dank noch nicht. Aber was ja auch zum Alkohol gehört, ja, was heißt gehört? Das habe ich doof ausgedrückt. Na, ich bin ja keine Wissenschaftlerin, ich versuche das mit meinen Worten wiederzugeben. Also verzeih mir, falls das jetzt alles nicht so intelligent klingt. Auf jeden Fall hat ja Alkohol, die meisten trinken ja Alkohol, weil es eine positive Wirkung hat. Also es ist ja meistens nicht immer Aggression und so mit im Spiel. Und das liegt nämlich daran, dass Dopamin freigesetzt wird. So. Und warum ich jetzt darüber rede, ist auch, dass ich glaube, dass viele Menschen, die gerne feiern gehen und so, gerade am Wochenende, dieses Dopamin halt lieben, dass sie das eher brauchen, um dann auch von ihrem alltäglichen Leben abschalten zu können, weil sie damit unzufrieden sind. Also es sind jetzt alles einfach nur Thesen und Behauptungen. Ich möchte dir jetzt auch nichts unterstellen, aber vielleicht kennst du ja auch Leute und das passt vielleicht darauf. Ja, dass die Leute, die sich halt besaufen müssen, ich glaube, das hat immer irgendwas mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, dass man sich dann ablenken will von seinem Leben. Und weil du bist ja dann auch nicht wirklich du selbst. Also du bist ja noch du, aber ja, du kannst auch, bist ja viel freier dann. Du kannst auch alles, was du tust, dann immer schön auf den Alkohol schieben. Und ja, in dem Moment denkst du ja auch nicht über deine Probleme nach, sondern bist einfach frei und gelöst. Darum, Alkohol ist ja auch wirklich eine Droge und ich kann auch verstehen, dass da viele süchtig von werden. Gerade weil Dopamin ist ja auch ein geiles Hormon. Allerdings kann man das ja auch auf gesündere Wege ausschütten. Da könnte ich, glaube ich, weil ich habe irgendwo noch ein Video von Veit, glaube ich. Muss ich nochmal nachschauen. Falls ja, dann verlinke ich das auf jeden Fall in der Infobox. Und ja, auf jeden Fall finde ich, ist Alkohol eigentlich nicht so geil. Also ich selber, jetzt kommen wir mal zu meiner Geschichte. Ich trinke seit einem Jahr kein Alkohol mehr, weil ich einen ziemlich heftigen Absturz hatte. Und ja, nicht gewollt natürlich. Und ich hatte auch eigentlich nicht viel Alkohol getrunken. Das war letztes Jahr in Frankfurt. Da war ich mit ein paar Leuten aus der Band meines Bruders dort. Und CJ hatte Geburtstag. Und wir haben dann eingefeiert in dieser einen Shotbar. Und ich muss sagen, dass ich nur 2 Stunden geschlafen hatte die Nacht und ich gesundheitlich auch total angeschlagen war.
Und wir waren vorher noch essen und ich hatte danach solche Magenkrämpfe und so. Und das ist dann Gott sei Dank immer wieder weggegangen. Jedenfalls haben wir dann ein bisschen im Hostel was vorgetrunken und sind dann in diese Shotbar. Und meine eine Freundin, die in Frankfurt studiert hatte, hat mich schon gewarnt vor dieser Bar. Und naja, wir haben auch gar nicht, wir haben wirklich nicht viele Shots getrunken. Also ich fand nicht, dass es viel war. Aber dann zum Reinfeiern hatte CJ den stärksten Shot für uns alle bestellt, den es dort gibt. Den Kamikaze. Und ja, den hatte ich getrunken und danach war ich richtig gut drauf. Das war alles noch in Ordnung. Und das Ding war, dass mich irgendein Typ angelabert hat und ich dann abgelenkt war und auf einmal stand da halt ein Shot. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das noch einer sein könnte und habe den dann einfach runtergeschluckt. So und dachte dann so, währenddessen, ich weiß das noch ganz genau, scheiße, der war ja zu viel. Das war, ich wusste nicht, dass das halt noch einer war. Weil ich, mich richtig geärgert. Vor allem alle anderen, bis auf CJ, haben den abbestellt und sich einen anderen bestellt. Also dementsprechend ging es auch nur CJ und mir ziemlich schlecht. Ja, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, habe ich mich dann auch einige Male übergeben. Gott sei Dank erst im Hostel. War natürlich nicht so geil, weil auch meine ganzen Kartoffeln und alles wieder rauskam, was ich vorher gegessen habe. Und ja, auf jeden Fall ging es mir am nächsten Tag eigentlich einigermaßen gut. Ich hatte keinen Kater und so, war alles irgendwie war draußen. Ja, aber ich war echt richtig fertig. Richtig fertig. Und seitdem kann ich keinen Alkohol mehr trinken. Also vor allem jetzt nicht härteren. Ich habe das so ein paar Mal probiert, dass ich dann mal einen Shot getrunken hatte, obwohl ich eigentlich auch nicht unbedingt wollte. Weil ich wusste, ich habe keinen Bock drauf. Und mir ist aber auch richtig schlecht geworden. Und so härteren Alkohol kann ich seitdem nicht mehr trinken. So, das ist auch ein Grund, weshalb ich keinen Alkohol mehr trinke, weil es mir einfach nicht mehr schmeckt. Ich werde jetzt nicht behaupten, dass ich nie wieder Alkohol trinken werde oder auch nie trinke. Ich habe mal einen Schluck Alsterwasser getrunken oder so. Ich finde, das ist nicht der Rede wert. Also seit einem Jahr bin ich auf jeden Fall nicht mehr besoffen gewesen. Das auf jeden Fall. Und die Mengen, das ist lachhaft. Das ist echt lachhaft. Ja, und dann habe ich ja auch vor einem Jahr mit Kraftsport angefangen. Und das ist sowieso kontraproduktiv, wenn man da Alkohol trinkt. Weil man weiß ja, dass der Körper dann erstmal damit beschäftigt ist, den Alkohol abzubauen. Und dann in der Zeit kann er keine Muskeln aufbauen. Darum, also ich gehe ja nicht hier 3, 4 Mal in der Woche ins Fitnessstudio, racker mich ab und sauf dann am Wochenende. Also das finde ich persönlich einfach dämlich. Und ja, das ist auf jeden Fall meine kleine Geschichte dazu. Und ja, ich möchte einfach nur mit dem Video erreichen, dass du dich vielleicht mal hinterfragst, wieso du Alkohol trinkst. Also, dass du einfach bewusst Alkohol trinkst und nicht einfach, ja, mach das einfach und, ne, weil hier beginnt das. Gedanken und so, selber beobachten und, ja. Weil vielleicht bist du ja auch unglücklich und unzufrieden und dann ist für dich Alkohol die Lösung. Da gibt es auch so einen doofen Spruch, ne, fällt mir jetzt nicht ein. Naja, es sollte jetzt eigentlich nur ein kleiner, na, das sollte eigentlich nur ein kleiner Impuls sein und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, schön in die Sonne. Ich nochmal. Ich habe eigentlich mit das Wichtigste vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, es gibt nämlich drei Gründe, weshalb ich keinen Alkohol trinke. Es ist natürlich nicht nur, weil es mir nicht mehr schmeckt durch diesen Absturz und wegen Sport, sondern auch, weil ich das nicht mehr ertragen kann, dieses Betrunkensein und nicht mehr die Kontrolle über sich selbst haben. Also ich habe für mich selber entschieden, dass ich ich gehe immer noch gerne feiern und so. Und mich stört es auch nicht, wenn alle um mich herum betrunken sind. Wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen. Aber ich möchte jeden Moment so intensiv wie möglich erleben und auch fühlen und spüren. Und das geht nicht, wenn ich besoffen bin. Also, ich werde auch im Anschluss, glaube ich, noch mal ein paar Szenen zeigen, weil es alles aufgenommen wurde. Die ganzen Aufnahmen könnte man an Alkohol Can Ein Limit schicken oder wie die da heißen. Was gut war, weil ich konnte mich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Also es war mit Blackout verbunden. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Also ich war schon ein paar Mal echt gut dabei, aber dass ich so krass betrunken war, noch nie. Einmal und nie wieder. Okay, das war's jetzt auch. Bis zum nächsten Mal.
heute so, der ist so am Abnerven. Jetzt guckt er die ganze Zeit zur Tür und denkt, dass da irgendjemand ist. Da ist niemand. Da ist niemand. Jetzt chill mal. Ja, genau. Oh, wollte dir nicht deine Pfötchen? Ja, egal. So ist richtig. Oh Mann. So. Gerne, wo ich. Benni, ganz mal auf für diesen Wuff. Hörst du jetzt mal auf für diesen Wuff? Ich sperre dich gleich aus. Da ist niemand. Check das mal, da kommt auch niemand. Nicht immer Wuff. Hast du das jetzt verstanden? Wuff. So. Das darf ich richtig viel rausschneiden. Benni, hör auf mit dem Wuff. Nein! Kein Wuff. So, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Benni, hör mal auf! Hör auf! Was ist los? Da ist da eine Kacktür, da ist niemand. Da ist niemand. Ist jetzt Schluss, ne? Okay.